Mario Massa. Mögen Sie Mario Massa, das freut mich. Das muss ein wunderbarer Mann sein. Möchten Sie ihn kennenlernen? Ich sehe ihn fast jeden Morgen am Strand. Nein, vielen Dank. Aus dem Alter bin ich raus. Ich stelle ihn mir lieber vor. Im Erzgebirge kommen Niederschläge auf. Schneller, Madame, ging der Sommer. Nebel überm Hermsdorfer Kreuz. Kalt, alter Nasenspitzen, Lippen springen auf. Können bleiben, können gehen, bleiben, Madame, oder gehen. Leintücher wehen im Wind, vorbei, vorbei, schon Herbst, schon atlantischer Tiefdruckwirbel führt Meereskaltluft her. Sie können bleiben, Madame, oder gehen. Bleiben, Madame, oder gehen. Sie können bleiben, oder gehen. Bleiben, Madame, oder gehen. Langsame Eintrübung über Nacht, glatt als Regen nieselt sacht, Luftwerte steigen an, du bist verschwitzt und müd. Überlebtes Leben zieht hinab. Daten werden verwechselt. Hörst du schön, so klingen matt die Neujahrstöne deiner Stadt. Kreise atmen schwer. Susanna? Susanna! Du bist sowas. Verschwitzt. Ich bin in der Stadt noch nie jemandem begegnet. Jemandem, den ich kenne, meine ich. Ach, Felix. Ich auch. Verkaufst du jetzt Zeitungen? So ein bisschen, ja. Nicht gerade ideal zum Überwintern. Du solltest dir etwas im Trockenen suchen. Wie ich zum Beispiel. Nasse Füße ist das Schlimmste. Ist der nicht wunderbar? Den magst du? Mario Massa? Dann solltest du mich mal besuchen kommen. Der tritt manchmal auf bei uns, spät abends, wenn niemand mehr da ist. Kennst du das Esplanade in der Oberstadt? Dann ist das also wirklich wahr. Wir können ja mal zusammen wieder essen gehen. Ich rufe an. Und warum musst du Zeit mit mir essen zu gehen? Ist nichts draus geworden mit dir? Ja, schwierig. Man kann sich doch verabreden, ne? Wir konnten uns doch früher jeweils verabreden. Ist doch nichts dabei, ne? Sicher, ja. Trittst du eigentlich noch auf in diesem Tanzlokal oben? Im Esplanade? Mhm. Ja, du kennst das ja. Die alten Gewohnheiten. Irgendwo muss ich den neuen Dinger ja ausprobieren. Warum? Nur so.
Skagerrak lässt die Schauertätigkeiten aufnehmen. Die Äste des Baums vor dem Fenster sind nass. Gelegentlich lässt sie ein Windstoß erbeben, den sie auf, müdes Fräulein, noch nachtwarm und blass. Sprühregen meist trübe im Bergland Schneeschauer, an den Küsten Orkanböen, 3 bis 0 Grad. Das weinrote Samtkleid, den Seidenpullover, den Kopf unterm Haarföhn, vielleicht ein heißes Bad. Stehen Sie auf, bleiches Fräulein, und gehen Sie raus ins Museum, die Sauna, das Nachttierhaus. Schreiben Sie Briefe oder dies oder das, bloß tun Sie was, Fräulein, bitte tun Sie was. Aquarium, Kaufhof oder Tanzcafé, Aussichtsterrasse mit Blick auf die See. Schöne Gegend. Sehr schön hier. Wunderbar. Sauber alles. Schreiben Sie Briefe. Nette Leute alles. Das bloß sehr schön was, hier. Fräulein, bitte tun Sie was. Das ist ja unglaublich. Was machen Sie denn hier oben? Fantastisch. Ich hätte Sie nie erwartet. Es ist nicht unbedingt der Ort, an dem ich mich aufzuhalten pflege. Ich bin kein guter Badbegleiter. Ich bin ja auch zum ersten Mal. Wie spät ist es? Ich habe es Ihnen eben erst gesagt. Ich lasse mich nicht zum Hanswurst machen, nur weil ich hier arbeite. Ich weigere mich, alles 3-mal zu sagen. Das lehne ich ab. Das ist ein Prinzip. Ich lasse mich nicht vertrotteln. Altersblödsinn, nicht zigmal alles wiederholen wie ein Kretin. Es ist abendländisch von Ihnen, dass Sie hergekommen sind, einfach so. Ohne zu wissen, ob Sie mich hier antreffen und so. Darf ich Ihnen Mario Massa vorstellen? Mario, ich möchte dir gerne Susanna vorstellen. Mario Massa. Sie sind ein guter Sänger. Das freut mich. Das Klo ist verstopft. Das freut mich auch. Sie bringen mich in große Verlegenheit. Ich singe hier inkognito. Ich singe nicht für Zuhörer. Wir hören nicht zu. Ach, dann bin ich ja erleichtert. Danke. Ihr entschuldigt mich. Ja, bis nachher. Da bald der Erste ist. Die Sonne bleibt unten genug. Von ihr und vom Regen Betrug. Ob neu oder alt, es ist kalt, wie bleibt doch Shanghai, steht Shanghai. Ja, wer isst, hat gegessen, ist satt. Wer brüllt, hat gebrüllt, ist matt. Nichts Überraschendes, nichts, nichts, wie bleibt doch Shanghai, steht Shanghai. Ja, und so jeden Morgen, ob Eis, ob Dürre, was hilft's, dass man's weiß. Was wir auch tun, es hat einen Namen, wie bleibt doch Shanghai, bleibt doch Shanghai, wie bleibt doch Shanghai, steht Shanghai, yeah. Und, wie geht's? Oh ja, es geht gut. Ja, es gibt natürlich Feinde, wie überall. Innerhalb des Senders ziemlich massiv in letzter Zeit. Sie wollen mich raushaben, ersetzen. Das Klima dort macht unheimlich müde. Und du? Das Übliche. Meistens am Schreibtisch. Hin und wieder Podiumsdiskussionen, albernes Zeug.
kommt man wenigstens etwas unter Menschen. Mal in Hamburg einen Vortrag, mal in Tübingen. Worüber? Immer das Gleiche. Du kommst auch vor. Das Julilied ist natürlich ein Affront. Ein Mario-Massa-Schlager in den heiligen Universitätshallen. Bleib liegen, Kind, erhebe dich nicht. Ja, das schön. Das muss manchmal unheimlich schnell gehen. Nein, schön. Das ist so. Deine Zeitungsverkäuferin? Ja, dann will ich mal nicht stören. Würde mich freuen, wenn ihr bleibt. Bis nachher. Guten Morgen, schöne Dame, guten Morgen, 7:10 Uhr. Draußen liegt Matsch, heute macht viel Schnee. Guten Morgen, schöne Dame, guten Morgen, schönes Kind. Vereinzelt noch Schauer, nicht mehr so stürmisch, abflauend öliger Wind. Guten Morgen, schöne Dame, guten Morgen. Guten Morgen, schöne Dame, guten Morgen. Bewölkungsverdichtung, Schwerpunkt der Eintrübung. Der Kaffee ist lau, das Schnittbrot bereit, das Ei in der Wärme. Die Butter ist hart, Marmelade fehlt, die Heizung ist auf. Der Einkaufszettel liegt auf dem Spiegel, links von den Handschuhen. Sie müssen gehen, auf Wiedersehen. Na, worauf warten wir denn? Bestimmt nicht auf Sie. Man wartet immer auf Bekanntes, ist so langweilig. Herr Sof, da können Sie gleich nochmal von vorne beginnen mit dem Studium. Ich erwarte nämlich jemanden, den ich nicht kenne. Junge Liebe, ein bisschen mundfaul, was? Lassen Sie uns doch tanzen, bis Ihr Freund kommt. Wird bestimmt nichts dagegen haben. Ich kann nicht tanzen. Ganz langsam nur. Das geht doch. Weil Sie alles machen. Neue Kartoffeln, Bauaufsicht, Schönheit, lauern herein über Bodenfrost. Diese Kadaver. Sie haben keine Ahnung, was es sein könnte. Du kannst dir nicht vorstellen, was für rührende Figuren hier ankommen. Vollkommen überforderte Knaben in weißen Kitteln gucken mich an, hilflos. Es bricht mir das Herz. Schon aus lauter Mitleid werde ich wieder auf die Beine kommen. Nur um sie nicht zu beschämen. Und ihr?
Nichts. Du wirst es nicht glauben. Ich kenne nicht einmal ihren Nachnamen, keine Adresse, nichts. Ich glaube, sie ist mit diesem jungen Mann zusammen. Der Barkeeper im Esplanat. Aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Na, du stellst dich an. Sei ein bisschen beweglich. Ihr seid zwei erwachsene Menschen. Du hast einen klaren Kopf. Sei nicht langweilig, Liebling. Können Sie das nochmal spielen? Trotz alles kehrt wieder, Herzen zersplittern, ohnmächtig gegen das junge Grün. Mädchen, Absätze auf nassem Asphalt. Ihrem Kollegen ist es wohl noch zu kühl? Bitte? Herrn Massa ist es noch zu kühl. Das ist nicht mein Kollege. Das ist mein Freund. Denke ich. Danke. Ist gelähmt. Es wäre ihm aber auch zu kalt, das stimmt. Richtig gelähmt? Also ich meine körperlich? Die Beine. Gelähmt. Weg. Kann ich ihn besuchen? Ich meine, empfängt er mich? Er ist ja nicht verrückt, nur gelähmt. Der freut sich bestimmt. Da sich der Gesundheitszustand von Mario Massa in den letzten Monaten nicht gebessert hat, erschien uns in beiderseitigem Einverständnis, dass die Voraussetzungen für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben sind. Verdankenswerterweise hat sich unser langjähriger Mitarbeiter, der Musikwissenschaftler Dr. Barnabas Bethnar, Ihnen sicher bekannt aus seinen heiter-kritischen Sonntagmorgen-Plaudereien über das aktuelle Musikgeschehen, bereit erklärt, den meteorologischen Sänger ab heute, 1. Mai, zu übernehmen. Wie wir Dr. Bethnar kennen, darf dieses Datum sicher auch ein wenig als Programm für die Zukunft dieser Sendung verstanden werden. Frühling, Aufbruch, Zuversicht. Danke, Herr Massa. Bitte, Herr Bethnar. Einen schönen guten Morgen, hallo, 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 hallo. Heute vergessen wir die Sorgen, hallo. Wir sind riesig froh. Lassen Witterungsabschnitt voll frischen Mut weiterziehen mit Schauerwetter, dann geht's uns gut. Lass die Quellwirkung oben, wo sie hingehören. Hallo, hallo, hallo. Stopp, stopp. Könnten Sie bitte rechts ran, bitte? Halteverbot. Sie sollen rechts ranfahren.
Dann lernen sie endlich, den Kopf höher zu tragen als auf dem Niveau von Babotschildern. Sie sind ein erwachsener Mann. Susanna! Von da? Wenn das kein Zeichen ist. Eben haben sie im Radio Mario Massa abgesetzt. Und da treffen wir uns. Danke, Barnabas. Entsetzlich. Laufen Sie diesmal nicht davon, bitte. Steigen Sie ein. Wir besuchen Mario in der Klinik. Dann fahren wir ans Meer. Das kommt etwas überraschend. Ich stecke beide Ohren in der Arbeit mit Felix. Sie haben selbst gesagt, Überraschungen sind nicht immer in dieser Aufmachung. Darf ich Ihnen den Ausfall ersetzen? Haben Sie geerbt? Bitte. Begleiten Sie uns. Lieber nicht. Alles kehrt wieder, Herzen zersplittern.